Wohl auch eine Entscheidung fürs Leben, ein Haus zu kaufen. Was würde Sie da eher ansprechen? Ein mit alten, dunklen Möbeln vollgestelltes Haus oder ein leicht und hell eingerichtetes? Eben. Und genau das ist der Job von Cornelia Augustin. Sie ist Homestagerin. Das heißt, sie brezelt Häuser auf, die eigentlich keiner kaufen will. Und zwar so, dass sich die Kunden auf einmal die Finger danach schlecken. Und? Fantastisch. Also es ist wirklich toll. Das ist ein Traum. Ich finde, das sieht aus wie so ein Prinzessinnenzimmer. Solche Reaktionen auf ihre Arbeit liebt Cornelia Augustin besonders. Doch erstmal von Anfang an. Cornelia Augustin ist Homestagerin. Ihr Job? Häuser für den Verkauf nochmal richtig in Szene setzen. So wie das Haus von Daniela Steffens in Bad Kreuznach. Ihre 200 Quadratmeter große Immobilie mit 700 Quadratmeter Grundstück steht schon seit einem halben Jahr zum Verkauf. Ihr Wunschpreis 448.000 Euro. Doch die bisherigen Gebote liegen weit darunter. Also vom Homestaging erhoffe ich mir und wünsche ich mir, dass dieses schöne Haus, dieses tolle Lebensgefühl, was wir hier hatten, dass das auch transportiert wird. Weil jetzt in der Leere kommt das nicht rüber. Es sieht irgendwie ein bisschen traurig und verloren aus. Jetzt stehen hier ja Möbel, mit denen gewohnt wurde. Das würde ich jetzt im Endeffekt sagen, machen wir alles weg und ich ziehe komplett neu bei dir ein. Und das ist bitter nötig, denn was von der alten Einrichtung im 1966 erbauten Haus noch übrig ist, wirkt zusammengewürfelt, dunkel und nicht ganz zeitgemäß. Einfach alles leerräumen bringt aber auch nicht viel, weiß der Profi. Also von 10 Leuten können sich 8 nichts vorstellen. Ja, also ein leerer Raum ist fast noch schlimmer, als wenn wenigstens schon mal ein Sofa drin steht. Also ich habe von einem Makler gehört, der hat immer ein Metermaß dabei, weil die Leute sich nicht vorstellen können, wie passt in dieses Zimmer jetzt ein Bett 1,80 auf 2 Meter. Der legt das dann aus und sagt, sehen Sie, es passt ein Bett rein. Ja? Die Verkäuferin muss aber erstmal investieren. Rund 2-3% des späteren Verkaufspreises, in diesem Fall rund 8.500 Euro, erhält die Homestagerin. Auch wenn das Haus nicht verkauft wird. Malerarbeiten kosten extra. Eine Erfolgsgarantie gibt es nicht. Idealerweise verkauft sich das Haus aber nach dem Staging schneller und zu einem höheren Preis. Ja, ich halte die Chance doch für realistisch, dass man ja mit einem besseren Auftreten des Hauses da den realistischen Preis bekommt, den es auch wert ist. Und damit das auch klappt, holt sich Cornelia Augustin Verstärkung. Malermeister Marc Wagner ist der Experte für die nötigen Schönheitsarbeiten. Ja, mit einem Bankireiöl, wahrscheinlich Bankireiöl, schön einmal einölen. Anders als für eine langfristige Renovierung wird bei den Arbeiten für Homestaging darauf geachtet, den Aufwand und die Kosten möglichst gering zu halten. Qualität ist trotzdem wichtig. Wenn größere Putzschäden oder sowas, wenn die da werden, müssten die natürlich behoben werden, ganz klar. Weil bei einem Verkauf ist es ja ein versteckter Mangel, der auch nicht sein darf. Homestaging bedeutet, wir machen die Räume hell, aber wir vertuschen nicht irgendwelche Baumängel oder Schäden. Das ist ganz klar nicht der Fall. Innerhalb der nächsten 14 Tage werden Möbel abgeholt und die Wohnung renoviert. Conny geht derweil ihrer Lieblingsbeschäftigung nach, passende Accessoires fürs Haus aussuchen. Bilder und Deko bestellt sie im Internet oder Großhandel. Passende Stoffe für die richtige Wohlfühlatmosphäre sucht sie zusammen mit Schneiderin Anastasia aus. Das Farbkonzept wird rosa und hellblau sein. Das eben ja Frühling, Sommer, Blüten, schöne Gefühle. Da kann man dann eben auch mit den Kinderzimmern schön spielen. Ob das jetzt ein kleiner Junge wird oder ein kleines Mädchen, muss ich noch überlegen. 2 Wochen später. Es ist ein Mädchenzimmer geworden. Das komplette Haus ist nun renoviert und neu eingerichtet. Das i-Tüpfelchen, Künstler Ralf Schierer, liefert persönlich noch ein paar Skulpturen, die Conny im Internet ausgesucht hat. Die Kunst kann man kaufen, für Stagen wird sie aber einfach gemietet. Der Vorher-Nachher-Effekt ist verblüffend. Durch alle Räume zieht sich nun das einheitliche, frühlingshafte Farbkonzept in rosa und hellblau. Cornelia Augustin ist übrigens Quereinsteigerin. Ursprünglich kommt sie aus der Möbelbranche. Mit einer Fortbildung zur Homestagerin hat sie ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht und gibt nun leerstehenden Häusern eine ganz persönliche Note.
Die Schuhe sind meine persönliche Leidenschaft. Und da so ein paar Schuhe im Schlafzimmer stehen zu haben, ich glaube, das ist dann nochmal so ein kleiner Tick mehr, wo dann auch die Frauen, wenn die reinkommen und sehen, da so ein paar tolle Schuhe stehen, dass da auch nochmal emotional vielleicht auch noch irgendwas ausgelöst wird. Mal sehen, welche Emotionen bei Hausbesitzerin Daniela Steffens und ihrer Tochter Isabella geweckt werden. Toll. Oh, das ist ja ein Zaubergarten hier auf dem Tisch. Schön. Dabei ist beim Staging manchmal mehr Schein als Sein. Mensch, wie hast du das alles hier reinbekommen, Conny? Ja, da gibt's ja Tricks. Also es muss ja auch beim Staging alles praktikabel sein. Also das ist eine Matratze, aber die ist gefüllt mit Luft. Also das heißt, ich habe ein Päckchen hier hochgetragen und nicht eine 1,40 auf 2 Meter große Matratze. Deko und Möbel sind ein Mix aus gekauft und gemietet oder kommen aus Connys umfangreichem Lager. Bis zu 3 Monate mietet der Eigentümer quasi Möbel und Deko. Sollte das Haus bis dahin nicht verkauft sein, kann die Miete verlängert werden. Wenn das Haus verkauft ist, packe ich alles wieder zusammen und gehe. Die gemietete Kunst, da wird dann der Künstler kommen und das dann fachgerecht wieder verpacken und mitnehmen. Und ich habe noch kein Objekt gehabt, das länger als 3 Monate die Möbelmiete oder die Möbel gebraucht hat. Entsprechend aufgehübscht kann das Haus nun mit professionellen Fotos in Szene gesetzt werden. Dafür sorgt Immobilienmaklerin Lilly Felten, die jetzt die Vermarktung übernimmt. Mit Homestaging hat sie bisher nur gute Erfahrungen gemacht. Bei einer gestagten Immobilie bekommt man auf jeden Fall mindestens 10% mehr raus beim Verkaufspreis, als wenn das Haus jetzt nicht gestaged ist oder leer steht. Die Leute können sich mehr vorstellen oder beziehungsweise ist ja schon fast alles fertig. Und mit den neuen Fotos des Maklerbüros und einer ansprechenden Beschreibung präsentiert sich der ehemalige Ladenhüter nun als ansprechendes Familienidyll in Bestlage. Und die Chancen der Besitzerin, doch noch zu ihrem Wunschpreis oder vielleicht sogar etwas mehr zu verkaufen, sind dank Schönheitskur nun in greifbare Nähe gerückt. Cornelia Augustin ist hier erstmal fertig und zieht schon bald mit Sack und Pack ins nächste Haus ein. Tja, und dann ging auf einmal doch alles ganz schnell, denn nach dem Homestaging hat es tatsächlich nur 3 Tage gedauert, bis das Haus einen Käufer gefunden hat. Und die bisherige Eigentümerin Daniela Steffens hat sogar noch mehr Geld bekommen, als sie vor dem Aufhübschen gefordert hatte. Also hat sich gelohnt.